Weiter geht's bei Footmanager 2010. Ja, und letztes Mal waren wir bei unseren zwei, naja, eher unzufriedenen 0:0, sage ich jetzt mal, geblieben. Und jetzt ist Länderspielpause. Und ja, Marcel Jansen war in der Mannschaft der Woche letzten Spieltag. Und beim VfB Stuttgart steht Markus Babbel kurz vor der Entlassung. Mal schauen, haben wir eigentlich noch ein Länderspiel? Ich glaube, wir hätten eins machen können, ne? Okay, gut, da habe ich dann ein bisschen geschlafen. Aber das macht ja nichts. Dadurch hat unsere Mannschaft jetzt mal ein bisschen Chance, sich zu regenerieren. Und ja, wollen wir mal schauen, wer sich nach dem Spieltag verbessert hatte. Frank Rost, Wolfgang Kessel hat sich verbessert. Er hat eigentlich hier in zwei Sachen recht gute Grundvoraussetzungen für einen guten Torhüter. Allerdings ist der Rest eher, sagen wir, mau. So, jetzt wird es natürlich eigentlich hauptsächlich wieder jetzt in dieser Episode oder in diesem Teil wahrscheinlich was ums Trainieren gehen. Allerdings, ja gut, ich denke mir für euch eher langweilig, für mich gehört das zum Fußballmanager dazu. Sag ich so, wie es ist. Und ich denke mal, so kann man wirklich auch am besten die Spiele verbessern und so verbessern sich, glaube ich, auch am schnellsten, wenn man immer ein bisschen selbst mit Hand anlegt, wo sie sich vielleicht verbessern sollen und so. Und so hat man natürlich den Überblick immer ungefähr, wie stark diese jetzigen Spieler jetzt ungefähr so sind oder wie stark sie vielleicht werden. Natürlich den meisten Einfluss hat nochmal nachher die Bewertung zur Winterpause und so, weil man dort ja natürlich am besten, natürlich am meisten Punkte gleichzeitig gut machen kann. Will man natürlich sehen, wer sich da dann am meisten verbessert. Ich denke mal natürlich erstmal hauptsächlich die Spieler wie Mladen Petric oder vielleicht Hongmin Son, der in der zweiten Mannschaft gute Leistung bringt. Dann vielleicht noch Frank Rost, der zwar jetzt gerade nicht spielt, aber ich muss ja halt den Edin Jakubovic auch nochmal ein bisschen einsetzen, weil ansonsten wird der nachher runterbewertet, wenn er nicht spielt und er hat ja jetzt ja schon auf jeden Fall ein paar Spiele hat er schon gemacht. Also nicht genau wie viele. Zwei, okay, gut. Hat er jetzt vier Pflichtspiele schon gemacht. Da bin ich schon mal ein bisschen kleiner Anfang. Und ich glaube, die zweite Mannschaft hatten die ja letztes Mal, glaube ich, 1-0 verloren, ne? Obwohl sie dominant war. Ah ja. Und die müssen jetzt am nächsten das nächsten Spieltag gegen VfL Wolfsburg zweite spielen. Und wir mal hoffen, dass die das Spiel wenigstens mal wieder gewinnen. Und nicht sofort verlieren. So, und Jonathan Pitoy hat sich wieder verbessert. Das ist eigentlich so gesehen überall ganz gut ausgeglichen. Gefällt mir. So, der Tallguy Aslan, den ich wahrscheinlich nochmal ausleihen werde, denke ich mal, weil bei mir kommt er nicht so wirklich zum Einsatz. Das ist sicherlich vielleicht ein Problem für ihn. Ich könnte ihn allerdings auch mal. Könnte ich ihn auch in die zweite Mannschaft reinsetzen? Jetzt wollen wir schauen. Tolga, so, was spielst du denn für Position? Alles? Würdest du noch Stürmer spielen? Dich kann ich eigentlich auch in die zweite Mannschaft setzen. Warte mal, Tolga. Für Maximilian Beister. Der zwar gut gespielt hat, allerdings würde ich dann lieber fast den Tolga ja hinsetzen. Werde ich wahrscheinlich auch mal machen. Wenn es natürlich denn soweit ist. So, jetzt mal gucken, habe ich jetzt auch auf die zweite Mannschaft geachtet. Ich hoffe doch. Nee, da hatte ich natürlich noch nichts gemacht. Allerdings, wäre es jetzt natürlich schnell gemacht. So, da. Du bist Verteidiger. Wir brauchen auch ein bisschen Ballkontrolle. Hanno Behrens. Natürlich könnte ich mich auf dem Transfermarkt auch mal für Spieler für die zweite Mannschaft entscheiden, so wo ich sage. Oh, die haben schon mal gute Grundvoraussetzungen. Die können vielleicht, die werden vielleicht ganz große mal in der zweiten Mannschaft oder so. Das ist natürlich alles möglich. Und bewahrheitete es sich wieder einmal, dass die Offensive weitaus schwieriger zu gestalten ist als die Defensive. Was ne, meine Defensive habe ich nicht viel zu kritisieren, das stimmt. So machen wir das einfach mal. Keine Auswirkung. Maximilian Beister ist verletzt.
Rico Kuschnetz hat sich um zwei Fähigkeiten verbessert. In allen Fähigkeiten um zwei Fähigkeiten verbessert. Nicht schlecht, aber leider hat er fast kein Talent. Talent ist für mich auch meistens immer so ein bisschen wichtig. Und der Tolga, er hat sich wieder verbessert. Und sich hier nochmal verbessern, Tolga. Und einmal auch nochmal zwei Spiele. Ja, natürlich, wenn meistens Spiele sind, dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass sie vielleicht mehr verbessern, höher, weil sie natürlich auch spielen und dadurch eben halt auch den Fortschritt dadurch erlangen durch das Spielen. Bastian Reinhardt erkundigt sich nach Einsatzchancen. Aktuell keine Chance, tut mir leid, Bastian. Weil momentan sind wir gut besetzt hinten. Jetzt haben wir wieder noch den Robert Tesche, der sich auch wieder noch verbessert hat. Robert Tesche, wo bist du da? Lange Piste. Machen wir das und Tunay Torun. Ich muss irgendwie noch Spieler loswerden zu der Pause, damit ich gleich noch ein paar Spieler wieder einkaufen kann. Wir befinden uns ja jetzt schon im November und das heißt noch knappe 2 Monate und dann sind wir schon wieder beim in der Winterpause und dann geht es natürlich wieder ab auf den Transfermarkt, weil ich glaube, hier in der Mannschaft gibt es noch ein bisschen was zu tun. Ich glaube, abwehrtechnisch vielleicht nicht unbedingt so wirklich mehr, aber man weiß eigentlich nie. So, da hat sich jetzt was wieder Michael Bradley verbessert. Kann man mal das lernen, Michael. So, Florian Brückmann. Kannst du dich da nochmal verbessern? Und ab zum nächsten Tag. So, vielleicht wäre es mal ganz gut. Wie sieht es aus mit der Fitness? Würde ich einen Tag mal Ruhe einlegen? Das wäre vielleicht auch nicht ganz so schlecht. Machen wir mal hier Erholung leicht. Und hier machen wir auch mal Erholung leicht. Und genau dasselbe Spielchen. Auch hier einmal Erholung leicht. Und trotzdem haben sich wieder sehr viele Spiele verbessert. Wo ich natürlich noch vorher wieder arbeiten dran muss. Da kann sich eine Beweglichkeit verbessern. Ja, Samaras. Shida Kagawa. Und die zweite Mannschaft nochmal. Rafael Cacior. Und da. Und. Ah, da kann ich da auch nochmal verbessern, auch wenn du Stimme bist. Passen ist immer wichtig. Das ist Florinápolis, der brasilianische FC Malaga. Ja, okay, gut. Kauf wieder irgendwas ein. Angebot von Asantitien. Asantitien sogar mit einer meiner, ich sag's mal, nicht ganz Lieblingsvereine in Frankreich. Allerdings mag ich den Club irgendwie. Jo, und oh, da haben sie ja gleich mal ordentlich Spieler verbessert. Das ist doch schön. Könnte ruhig nochmal ein Tag Erholung sein. Der Jonathan hat sich schon wieder verbessert. So, du kannst da nochmal. Und das. So. Da. 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 Habt ihr gar kein Spiel, Jungs? Dachte, ihr habt ein Spiel vielleicht. Youngster Young Kirchhoff mit Debüt. Bayern spielt nur unentschieden. Band war doch nur angerissen. August wieder fit. Achso, der war. Ja, toll. Die Jungs müssen sich auch mal einen Tag ausruhen.
Ist auch schon in Ordnung so. So. Und da hat Alex Silva, der ist ja auch noch ein bisschen verletzt. So, ach da, ihr habt schon wieder Training. Muss ja immer hier Sprungkraft reinmachen. Das zieht doch mal so viel. Oh, ich will nicht so viel Fitness hier haben, körperlich. Soll es lieber auf Feldspielerfähigkeiten gehen. So. Auch machen wir das hier auch mal ein bisschen höher und so, na, so. Ah, der Tollguy hat sich wieder verbessert. Tollguy, ja, da kann sich auch noch mal verbessern. Und das und das. Das und hier, da, da und weiter geht's ein Tag. Also ich wollte es ja mal auch noch mal einmal abspeichern. Hamburger SV überspeichern. Ja, das möchte ich gerne. Oh, da sind 1, 2, 3. Drei Leute in der Spielreise. Und zwar zwei Niederländer, Ilir und Matthijsen. Und einmal der Bladen, Petric. Wie hast du eigentlich letztes Spiel gespielt, Ildir? Naja, eine 4,0 hast du wieder gekriegt. Und ja, ich spiele gegen VfL Bochum. Und was haben wir hier so Schönes? Da kann sich noch verbessern. Prisa, okay, du kannst das bleiben. Da kann das bleiben. Mal gucken, wir hatten nicht in Stepanek. Okay, gut, der ist bald wieder fit genug da, um wirklich um zu spielen auch. Ich glaube, der will dann auch rein. Wer will denn auch spielen? Ach, vorher geht es natürlich wieder daran, die Mannschaft zu verbessern. Le Parrain hat auch schon ordentlich Spiele jetzt absolviert. Hat auch ganz gute Leistung bisher gebracht. Mal schauen, wie hat er so die letzten Spiele gemacht. Ah, na gut, jetzt hat er mal bloß 4,0. Das heißt, sollte er sich mal ein Spiel der Pause nehmen. Und jetzt in der zweiten Mannschaft geht es wieder richtig ab hier. Da haben sich ja wieder ordentlich Spieler verbessert. Ich habe auch gar kein Spiel gemacht. Trotzdem so viele verbessert. Christian Groß. Andreas Hahn. Kann auch gleich nochmal gucken, was meine Spieler sagen, die ich ausgeliehen habe. Wie die sich so bisher schlagen. Und der Alexander Merkel. Flanken kannst du auch nochmal lernen. So. Verträge, Laie. Chupo-Moting hat jetzt ein Tor geschossen. Na gut, der spielt auch eher selten, so wie ich das jetzt einschätzen kann. Dagegen der Chris Santos macht die ordentlich Spiele. Der hat schon. Oh gut, der hat auch erst 8 Spiele gemacht, aber hat schon 10 Tore gemacht insgesamt. Gut, der spielt ganz gut. Sydney Sam. Oh, spielt. Romeo Castellin spielt auch. Und das ist wichtig. Mikael Tavares spielt auch. Wichtig. Und Akyol, ja gut. Der spielt auch. Allerdings nicht wirklich viel. So, hier gab es jetzt nichts. Hier gab es auch nichts. Ab zum nächsten Tag. Na, haben wir bald schon wieder Samstag, das heißt nächster Spieltag. Jetzt haben sich schon wieder hier so viele verbessert.